Pferdeliebhaber kamen am Sonntag auf dem Erdinger Herbstfest voll auf ihre Kosten. Der Rennsonntag auf den Geislinger Engern, auch dieses Jahr wieder eine große Attraktion. Zu bestaunen gab es drei Vorläufe, einen Trostlauf, einen Entscheidungslauf, ein Ponyrennen, ein offenes Trabrennen sowie das Galopprennen für Pferde aller Klassen. Die zahlreichen Zuschauer erlebten spannende Momente und ein glänzend besetztes Feld, aus dem vor allem einer herausstach. Johannes Gradlinger konnte sich gleich zweimal in die Siegerlisten eintragen. Ein Highlight neben dem Renngeschehen, die Wahl der schönsten Hüte. Nachdem im letzten Jahr noch 40 Teilnehmer zusammenkamen, waren es in diesem Jahr nur rund ein Dutzend Hutbegeisterte. Über Einfallsreichtum und Stil der wenigen, die mitmachten, freute sich die Jury. So gewann beispielsweise Franziska Falge in der Kinderwertung mit einem Karussell auf dem Kopf. Der Rennsonntag beim Erdinger Herbstfest. Trotz des nicht optimalen Wetters auch in diesem Jahr für Teilnehmer und Besucher ein toller Herbstfestsonntag.